Nach einem Regen kommen männliche Trichternetzspinnen zur Paarung heraus und laufen in die Häuser. Können sie springen? Nein, sie springen nicht. Keine Spinne. No spider. Oh, there is! Sie ist da! Da ist sie! Sie will sich verteidigen. Wir haben sie aufgeschreckt. Darum bäumt sie sich auf. Da können wir uns die Fangzähne ansehen. Du lieber Himmel, sie sind so groß wie die von vielen Schlangen, die ich gesehen habe. Viele Schlangen hätten gerne solche Zähne. Die Zähne sind so groß, dass sie die Spinne unter dem Körper klappen muss, um laufen zu können. Wenn sie bereits im Angriff ist, klappt die Sydney-Trichternetzspinne ihre Fangzähne aus wie ein Schnappmesser und sticht sie in ihr Opfer. Dann ein zweifacher Giftstoß. Erst unterbrechen Neurotoxine die Signale vom Gehirn zum Körper, wodurch das Opfer wehrlos wird. Und wie bei allen Spinnen verdauen spezielle Enzyme die Beute von innen. Die Spinne macht sich dann über die breiigen Innereien her. Schnell ins Glas damit, von dem Vieh kriege ich Gänsehaut. Rein ins Glas, wir haben sie. Beim Sch*t sie dann also. Ja, das ist sie. Sie ist hier im Giftentnahmelabor. Richtig, hier habe ich für dich eine Giftpipette, damit kannst du sie für mich melken. Du nimmst das Gift für die Gegengiftherstellung? Stimmt. Das Gegengift, das aus dem hier gewonnenen Gift produziert wird, rettet jährlich Dutzende von Leben. Joel, wenn mich diese Spinne beißt, was passiert dann mit mir? Es fängt an mit großen Schmerzen um die Bissstelle. Wirklich schlimme Schmerzen. Dann eine Schwellung. Die Stelle schwillt auf das Dreifache ihrer normalen Größe an. Dann Verlust der Muskelkontrolle. Zuckungen, Übelkeit, Erbrechen, ohne medizinische Hilfe, das alles in unter 76 Minuten. Mit dieser Spinne ist also nicht zu spaßen. So, wie macht man das? Ausklinken und dann wie ein Füller halten. Ich versuche also, wie mit einem Mini-Staubsauger die Gifttropfen, die ich sehe, einzusaugen. Ja, das schaffe ich. Kleinigkeit. Her damit. Sie muss sich aufbäumen. An den Spitzen ihrer Fangzähne ist ein bisschen Gift. Ja, das sehe ich. Einfach über die Zähne streichen. Das ist wirklich eine ernstzunehmende Spinne. Die muss ganz oben auf meine Liste. Es treten zwei hochgiftige Konkurrenten gegeneinander an. Die östliche Braunschlange und die Sydney-Trichternetzspinne. Welcher von beiden erhält den Titel giftigste Kreatur von Australien? Die Trichternetzspinne besitzt ein Gift, das das Nervensystem unterbricht und Gewebe auflöst. Für Giftigkeit bekommt sie eine 9. Wahrscheinlichkeit des Kontakts, eine Spinne, die in Häuser geht, kriegt von mir die vollen 10 Punkte. Wenn sie bedroht wird, richtet sie sich aggressiv auf und bringt ihre beängstigenden Giftzähne in Stellung. Auch für Verhalten bekommt sie die volle Punktzahl von 10. Aus der Zeit, bevor es das Gegengift gab, hat die Trichterspinne 13 Menschen auf dem Gewissen. Das ergibt eine 7. Endergebnis 36 Punkte. Die Sydney-Trichternetzspinne stößt die östliche Braunschlange vom Thron und holt sich damit den Titel. Für mich ist das gefürchtetste Tier Australiens nicht eine tödliche Schlange, ein giftiger Fisch oder eine Killerqualle. Es ist das, das dort hineingeht, wo man sich am sichersten fühlt, in das eigene Haus. Meiner Meinung nach ist von allen tödlichen Tieren in Australien das bei weitem bedrohlichste dieser haarige, fangzahnbesetzte Albtraum, der sich Trichternetzspinne nennt. Ich möchte diesem Vieh nicht noch einmal begegnen. Das gefällt mir nicht. Egal, ob Sie in der City oder im Busch leben, aufpassen müssen Sie in Australien immer. Denn hier gibt es die üblichen Verdächtigen. Und dann gibt es auch noch die anderen, die einen durch ihre Schönheit verführen. Oder mit ihrem verrückten Aussehen entwaffnen.
und die, die man nicht sieht. Im giftigen Kontinent Australien ist vielleicht nicht die Kreatur mit dem größten Maul oder den schärfsten Zähnen der gefährlichste Killer. Es ist eher der, den man nicht kommen sieht.